Ja, hallo, raus in die Runde. Ganz vorneweg, bevor ich es vergesse, weil ich habe es in der letzten Folge schon vergessen zu erwähnen, den Podcast des Fotoclub Telefreisen gibt es ab sofort, beziehungsweise schon etwas länger, nicht nur hier auf YouTube, wo ihr ihn jetzt vielleicht seht, als Videocast, als Podcast, nein, wir haben uns auch dazu entschieden, den Podcast auf Spotify und ähnlichen Plattformen als reine Audiospur zur Verfügung zu stellen. Also wenn ihr dort einfach mal den Fotoclub Telefreisen googelt, ganz einfach oder ja in die Suchmaske eingibt bei dem entsprechenden Dienst, dann solltet ihr den Podcast auch finden. Oder auf unserer Homepage könnt ihr auch diese Spuren finden, so dass ihr ja den Podcast auch, wie man so Podcasts normalerweise konsumiert, beim Autofahren, wenn ihr gerade ein Bild am Entwickeln seid, am PC im Hintergrund, auch dort könnt ihr dann in Zukunft unseren Podcast hören und vielleicht ja einfach so ein bisschen reinsteigen in die Folgen, ohne immer das Bewegtbild dabei haben zu müssen, in Anführungszeichen. Ja, was machen wir heute? Was machen wir in der heutigen Folge? Wir haben den zweiten Teil einer sehr, sehr interessanten Folge, eines sehr, sehr interessanten Themas heute vor uns. Und zwar ist immer noch Frank Becker zu Gast. Wir hatten in der letzten Folge schon über den Yukon, über seine Reisen auf dem Yukon und in dem Territorium Yukon in Kanada gesprochen. Frank hat uns viel erzählt über die Art und Weise, wie er sich auf der Reise bewegt hat, wie sie in ihrer Gruppe mit dem Boot auf dem Fluss unterwegs waren, was man beachten muss. Wir sind schon eingegangen auf die eine oder andere Sache, was die Tierwelt angeht, Grizzlies, den Umgang damit etc. Wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, schaut unten drunter, schaut in den Shownotes, schaut bei YouTube jetzt zum Beispiel in die Videos im Kanal. Dort könnt ihr sofort dann die letzte Folge nochmal anhören. Und mein Tipp wäre es, die erste Folge zuerst zu sehen oder zu hören, bevor ihr jetzt hier einsteigt. Ihr könnt aber auch einfach weiter zuhören, weil heute geht es so ein bisschen, ja, wir machen so einen Mini-Cut. Es ist am Ende der letzten Folge schon über Fotografie gegangen und heute beginnen wir die zweite Folge mehr mit dem fotografischen Thema. Wir sind ja schließlich ein Fotopodcast und im zweiten Teil der heutigen Folge geht es dann nochmal um ein Thema, was Frank sehr, sehr am Herzen liegt und was vielleicht sogar schon so ein bisschen überleitet zu den nächsten Folgen des Podcasts, nämlich es geht um die Gletscher, um die Situation, um den Zustand der Gletscher. Genau hier in diesem Gebiet in Kanada, in Yukon, wird Frank uns sehr, ja, eindrückliche Informationen geben und uns mitnehmen. Also ich begrüße Frank Becker nochmal recht herzlich hier heute bei uns im Podcast. Hallo Frank. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, klar, also die Einladung, wir mussten einfach weitermachen, weil der erste Teil, der war so interessant, da konnten wir jetzt nicht einfach einen Cut machen und sagen, wir hören jetzt hier auf mittendrin. Du kochst sehr gerne, man kann ja auch nicht sagen, nach dem Kochen hört man auf, man muss ja auch essen, was man gekocht hat. Und heute geht's jetzt, ja, primär ist falsch, aber mehr um die Fotografie, wie du die Reise fotografisch erlebt hast, was du selbst dort gemacht hast, was dir vielleicht wichtiger war, was dir nicht so wichtig war. Und ja, du hast uns ganz viele Beispielbilder auch geschickt von der Reise. Und ja, so möchte ich dich nun ja bitten, ich mache jetzt hier einfach mal zum Beispiel ein Bild auf, ne, dass wir über so ein, zwei Bilder reden, die du unterwegs gemacht hast. Wir sehen hier einen Wald, einen sehr dichten Wald, was schon zeigt, dass im Yukon, wir werden das jetzt erleben, ganz viele verschiedene ja Habitate, sehr viele verschiedene Vegetationen vorkommen. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, zum Beispiel so ein Bild, wie das dann entsteht und was wir hier sehen. Ja, ich hatte das letzte Mal ja schon kurz darüber gesprochen, dass wir zwar bei unseren Touren immer relativ stark beschäftigt waren, alle Hände voll zu tun hatten, aber dass man trotzdem immer mal so, jeder für sich mal so eine halbe Stunde oder mal eine Stunde, also sich mal so eine Auszeit gegönnt hat, wo er irgendwo sich hingesetzt hat oder in meinem Fall jetzt wirklich dann mal die Kamera geschnappt hat und dann mal so ein bisschen so die Gegend erkundet hat von unseren Campingplätzen, wo wir dort am Yukon oder am Teslin River gecampt haben. Und so richtig weit von diesen Campingplätzen aus, in Anführungszeichen Campingplätze, kommt man eigentlich nie, weil das ist eigentlich relativ unberührter Wald, da wird keine Forstwirtschaft betrieben. Und dann trotzdem habe ich mal versucht, diesen Wald so ein bisschen zu inspizieren, was es dort gibt. Jede Menge Fichten dann natürlich. Und ein großer Vorteil hier bei der Gegend ist, man ist schon sehr weit nördlich und wir sind im Sommer und es ist auch dann relativ lange hell. Und da bietet sich natürlich dann immer an, so auch ein bisschen mit verschiedenen Lichtstimmungen dann zu spielen. Mhm. Oder auch jetzt hier, wie man auf dem Futter dann auch sieht, nur im Wald.
zu fotografieren. Das gibt dann auch immer relativ interessante Stimmungen dann. Mhm. Und nur, man hat dann eben, kommt dann eben dann nicht besonders weit weg. Man muss da wirklich versuchen, so situativ zu fotografieren und einfach, um zu gucken, was hat man dort im näheren Umfeld zur Verfügung? Was kann man dort im näheren Umfeld machen und was findet man dort für interessante Motive? Es ist natürlich eine sehr, sehr hohe Anforderung, würde ich jetzt sagen, an einen Fotografen. Also mir fällt es selbst hier, wo ich mich gut auskenne, gerade im Wald zum Beispiel, sehr schwer im Wald zu fotografieren, weil im Wald so viele verschiedene Eindrücke da sind. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin noch irgendwo in einem Gebiet, lande dann an, gehe vom Fluss dann runter und gehe da mal schnell in den Wald, sage ich jetzt mal, und soll mich dort direkt irgendwie adaptieren und dann irgendwie ein Bild rauskitzeln. Das ist schon ein sehr, sehr hoher Anspruch an den Fotografen in dem Moment. Wie warst du denn da jetzt mal rein so gefragt, auch equipmentmäßig unterwegs? Hattest du eine Kamera mit einem Objektiv oder warst du groß aufgestellt? Also ich hatte tatsächlich nur eine Kamera mit einem Objektiv dabei. Und der Hintergrund war auch ganz einfach folgender, weil ich hatte am Anfang, so bei unseren ersten Touren noch, Angst, im Kanadier zu kentern. Das ist nie passiert. Aber dann wäre das Risiko sehr hoch, dass die Kamera mit dem Objektiv weg ist. Und in der Fall von einer Kenterung rettet man nicht als erstes dann die Kamera. Da gibt es noch andere Sachen, die viel wichtiger sind, die man dann irgendwie noch versucht, noch rauszuholen, wenn das Kanu auf einmal weg ist. Und deswegen war das sehr starker Minimalismus. Mhm. Und dann ist man natürlich auch mit verschiedenen fotografischen Möglichkeiten eingeschränkt. Also man hat auch Elche gesehen, auch Bären gesehen. Die sind dann relativ klein, weil mir einfach der Telezoom auch fotografiert hat, gefehlt hat. Ich war jetzt mit einer Kamera unterwegs, also das war noch mit einem APS-C-Sensor, 18 bis 135 Millimeter, wobei das ist ja dann schon leichter. 135 mal 1,6, das ist schon ein Zoom. Das ist schon ein Zoom, da kann man schon arbeiten und auch dann verschiedene Ideen umsetzen. Das Bild, was du hier jetzt zeigst, das ist abends entstanden. Es wird ja nie so richtig dunkel, aber da war noch, glaube ich, hat die Sonne ja noch geschienen. Das ist dann von so einer Sandbank, da nennt man das Cutbank, aus entstanden, wo ich ein bisschen hochgegangen bin und hat hier mir mal so einen Überblick verschafft über die Yukon. Das da ist übrigens auch eine von meinen Lieblingsstellen. Da waren wir schon ein paar Mal an der Stelle und hat jetzt zum Beispiel hier auch das Panorama einfach fotografiert. Mhm. Also hattest du ein Stativ dabei? Ich hatte auch sogar ein Stativ dabei, ja. Ja, also sogar, das heißt, das hast du dir hart erkämpft, dass du das mitnehmen darfst, oder? Genau, das hatte ich mir hart erkämpft. Und das hatten wir bei unserer letzten Tour, da hatten wir immer so ein klein bisschen dazugelernt. Und da hatten wir dann noch Sportgepäck mitgeholt. Und da durfte ich dann das Stativ hineinstecken. Also ihr habt dann, also bei der letzten Tour sagst du, das war dann die dritte? Das war dann 2017, ja. Die dritte Tour. Da hast du also schon ein bisschen mehr dann mitgenommen und hast dann dich durchgesetzt und gesagt, hey mal, ich will fotografieren, ich muss da zum ganzen Stativ mitnehmen. Ja. Du hast dann dein Equipment ja immer, hattest du in der ersten Folge schon kurz angeschnitten, auch im Boot dabei. Mhm. Ist das dann immer griffbereit, schussbereit auf gut Deutsch oder hast du dann eher so sicherheitsmäßig gesagt, nein, das ist immer in der Dose oben zugedreht, verpackt, wasserdicht oder bist du immer direkt bereit auch zu fotografieren, wenn du dann auf dem Wasser bist? Also ich hatte das in so einer wasserdichten Tasche, die habe ich vorher intensiv in der Badewanne getestet, ob die auch wirklich wasserdicht ist und sie unter Wasser gedrückt und da kam auch dann kein Wasser rein und dann war ich der Meinung, okay, die ist geeignet, um diese Tasche auch da mitzunehmen und da hat dann die Kamera, die war dann da drin. Und wenn ich es dann gebraucht habe, also ich hatte das alles dann griffbereit im Boot, konnte ich es auch dann immer mal wieder auspacken. Weil wasserdicht allein schon deswegen, so die Tasche, weil es regnet ja auch an manchen Tagen. Es ist nicht immer nur schönes Wetter. Ja, okay, klar, logisch. Und was ich jetzt rein vom fotografischen Sinn her, was ich mir noch überlegt habe, ich habe selbst versucht, mich so in diese Situation hineinzuversetzen. Und ich bin dann leider auch jemand, der da immer dabei ist, zu viel Gepäck mitzunehmen. Also ich merke es auch auf unseren Touren. Der Fotorucksack, ich sag mir jedes Mal, der muss leichter werden und irgendwie ist der trotzdem nie leichter. Ne? Weil es könnte ja sein, dass irgendwo noch irgendeine Möglichkeit ist, dass man das und das fotografieren könnte, also muss doch noch das Objektiv mehr mit. Aber wenn man das jetzt mal ganz runterbricht, gewisse Dinge braucht's ja einfach essentiell. Mhm. Wie hast du das mit Akkus gemacht? Also hast du einfach genug Akkus mitgenommen? Oder? Ja.
Also das war ja noch zu den Spiegelreflexzeiten. Ja, da war ein Akku noch ein Akku. Ne? Da war ein Akku noch ein Akku. Ja. Da hat ein Akku tatsächlich noch für 500 Fotos oder so gereicht. Da hatte ich dann genug Akkus dann zur Verfügung gehabt. Die hatte ich wirklich, ich weiß nicht, ich glaube 4 Stück waren das. Das hat dann gereicht. Natürlich musste ich auch dann immer so ein bisschen gucken, wie viele habe ich noch zur Verfügung und mich dort auch dann entsprechend einteilen, dass ich dann auch für die ganze Reise genug Akkus hatte. Ah, okay. Also das Thema war jetzt nicht so, und Speicherkarten war ja damals dann auch noch nicht das. Nee, das war auch nie das Thema. Also wie gesagt, Akkus, das ging dort auch noch. Ich weiß jetzt, also bei der letzten Reise, die wir hatten, da war noch einer dabei, der hatte noch eine Fuji dabei. Da war das dann schon ein bisschen schwieriger. Der musste das dann irgendwo immer mit so einer Powerbank nachladen. Und da war eigentlich so diese alte, robuste Spiegelreflextechnik irgendwo für so eine Reise. In dem Fall, wenn es um Strom geht, hat die große Vorteile der spiegellosen gegenüber. Also die spiegellosen Akkus werden immer besser, ganz klar. Die Technik geht weiter, aber klar, der Akku hält einfach länger, wenn nicht permanent 17 Displays an sein müssen und alles elektronisch funktioniert. Datensicherung war bei dir dann auch kein Thema, ne? Du hast das auf die Karten gemacht und fertig. Ja, ich habe die Karten tatsächlich mehrfach dann getauscht, also alle paar Tage mal eine neue reingemacht und hatte auch für die Karten extra so ein Kartencase gehabt. Ja. Und das hatte ich sogar immer in der Hosentasche gehabt, dass wenn das Boot mit der Kamera verschwindet, dass ich wenigstens noch ein paar Karten dann dabei habe und schon ein bisschen Material wenigstens. Und das Case ist ja auch wasserdicht. Ja, also, das war auch wasserdicht. Ja. Klar. Ich habe jetzt hier gerade noch ein Bild aufgemacht. Erklär uns gerade auf, was wir hier für ein Tier sehen. Ja, das ist ein Arctic Ground Squirrel. Ich kenne jetzt auch nur den englischen Namen. Also das ist ein Erdhörnchen, praktisch, wie es so überall auf der Welt gibt. Und die sind eigentlich relativ zutraulich. Und die flüchten auch nicht gleich. Also die kommen einem wirklich und fressen einem aus der Hand. Und das bietet sich natürlich an, diese Tiere dort zu fotografieren. Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen, weil du bist ja jetzt wir wissen ja, welches Equipment du dabei hattest. Bist ja jetzt nicht irgendwie mit einem 600er Tele unterwegs. Also die Tiere dort, wie ist es generell, wenn du fotografierst dort? Weiß nicht, kann man das so sagen? Haben die eine sehr große Fluchtdistanz oder sind die Tiere eher dem Menschen gegenüber so ein bisschen entspannter, weil sie wenig schlechte Erfahrungen gemacht haben? Kann man das so sagen irgendwie? Also ich würde jetzt generell sagen, ja, die sind entspannter, die Tiere. Aber es gibt auch sehr wenige Tiere dort. Also das ist jetzt nicht so, als würden einem dann, weil das unberührte Wälder sind, ständig dann irgendwo Elche, Bären, Wölfe, Kaninchen oder alles Mögliche über den Weg laufen. Also das ist relativ selten. Also gerade jetzt größere Tiere, wie jetzt zum Beispiel Elche oder auch Bären, sieht man relativ wenig. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Die Populationen sind natürlich nicht so riesig dann. Ja. Also ich kenne es jetzt auch, wir waren schon ein paar Mal in Norwegen. Wir haben ein einziges Mal Elche gesehen, ne? Obwohl es die ja dort flächendeckend wohl gibt. Ne? Mhm. Insofern, das spielt natürlich auch immer so ein bisschen dann Glück mit. Ja. Ne? Das ist natürlich klar. Ich habe jetzt hier noch ein weiteres Bild geöffnet. Man sieht jetzt für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die nicht den Videocast schauen, sondern den Podcast hören, eine typische Berglandschaft und im Vordergrund halt noch wirklich grüne Wälder, so Tannenwälder. Gegenüber der Flusslandschaft, die wir die ganze Zeit bereist haben, ja doch ein Unterschied. Seid ihr hier jetzt auch noch auf dem Fluss unterwegs? Also fahrt praktisch, also das ist diesen Kulani National Park, ja. Geht der Yukon dort durch? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie seid ihr hier gereist? Nein, der Yukon selber, der fließt im großen Abstand dran vorbei. Der wird natürlich von den Flüssen dort gespeist. Hier waren wir dann eigentlich ganz klassisch unterwegs mit dem Auto oder auch mit dem Camper. Aber in dem Fall jetzt mit dem Auto. Wir hatten uns, das war bei unserer letzten Tour entstanden, da hatten wir uns einfach eine ganz normale Ferienwohnung in Haines Junction geholt. Das liegt am Fuß vom Glorne National Park. Und hatten von dort aus dann Touren unternommen. Also das ist ein Nationalpark und da gibt es tatsächlich sogar auch markierte Wanderwege, wenn auch nicht sehr viele. Und da hatten wir uns wirklich vorgenommen, dass wir dort auch ein paar Wanderungen machen und dass wir so dieses Gebiet auch ein bisschen besser kennenlernen. Und das, was man auf dem Foto jetzt sieht, das ist so praktisch so das Vorgebirge. Das ist praktisch so, als würde man wärmer im Alpenvorland und wird dann so da rein fotografieren. Und das ist jetzt auch so eine typische Szene aus dem Sommer. Aber das wäre meine nächste Frage. Wann seid ihr hier unterwegs? Welche Jahreszeit? Im Hochsommer, im Juli.
Also Juli, das ist der Hochsommer, habe ich die Woche in der Dokumentation gelernt, die ich geschaut habe. Wir reden dann von 20 Grad ungefähr so. Oder kann es auch mal, es könnte auch mal hochschießen, aber 20 wäre so für Juni, Juli schon so ein guter Mittelwert. Ja. Weil die Berge sind ja auch durchaus, gut, die sind natürlich höher, sind ja auch durchaus noch schneebedeckt dann. Ja, also es ist durchaus, also es ist hier jetzt durchaus so, dass es auch mal so 25 Grad wird. Ich glaube, so die Höchsttemperatur in Weithorst waren sogar, die jemals gemessen wurde, 35 Grad. Mhm. Also man hat noch Tage, wo man mit kurzer Hose und T-Shirt herumgelaufen sind. Also es ist jetzt nicht so, als bräuchte man im Sommer dort Polarausrüstung. Also im Hochsommer ist es schon sehr erträglich. Es ist sehr erträglich, es ist ein sehr angenehmes Klima. Mhm. Es ist schon kontinental geprägt, also sehr trocken. Also klar, es gibt immer mal Regentage, die hatten wir auch gehabt, aber relativ wenige Regentage. Mhm. Aha. Und dieser Nationalpark, der hat natürlich noch eine Besonderheit, sage ich jetzt mal, die du auch fotografisch festgenommen hast. Festgenommen ist gut, aufgenommen hast. Es gibt riesig große Gletschergebiete. Ja. Ich glaube, es sind mit die größten Gletscher außerhalb der Polregionen überhaupt. Oder ist es ist, glaube ich, die größte? Ja. Genau. Und ja, die hast du auch fotografiert. Wie zum Beispiel ist dieses Bild hier entstanden? Das sieht ja fast aus wie aus einem Flugzeug oder von einer Drohne. Oder wie ist dieses Bild zum Beispiel entstanden? Da habe ich mir tatsächlich so einen Lebenstraum erfüllt und habe mir ein Flugzeug gemietet. Und ich konnte Gott sei Dank auch meine Kollegen da überzeugen. Die hatten dann auch noch Interesse dran. Und das hört sich jetzt hier an, so als wären wir irgendwo so neureicher Russe, Flugzeuge da so mieten. Das ist aber im Yukon-Territorium, auch in Alaska, ist das eine ganz übliche Fortbewegungsmethode, dass man Strecken, weil es gibt auch sehr viele abgelegene Orte, die gar keinen Straßenzugang haben, wo man tatsächlich dann mit dem Flugzeug so ein Fly-In dann unternimmt. Und so war das auch hier. Da waren wir in Haines Junction gewesen. Und da hatte mir dann mit einem Pilot 3 Tage so vereinbart, wo der uns irgendwann anruft, so, jetzt ist das Wetter gut. Und jetzt können wir fliegen. Ah, okay. Und weil diese Gletscher, was du jetzt gezeigt hast, das ist eine, da kommt man zu Fuß praktisch kaum hin. Das sind Tagesmärsche, Wochenmärsche. Mhm. Auf dem Bild hat man jetzt auch den Isaac River gesehen. Also der Fluss, der fließt praktisch durch das ganze Gebirge durch und mündet dann im Pazifik. Das ist eigentlich der Fluss mit dem schwersten Wildwasser auf der Welt. Also da gibt es diesen Turnback Canyon. Ich glaube, da sind so viele Leute schon lebend mit dem Kajak durchgefahren, wie da drin gestorben sind. Also ach, du ganz Gott. Selten. Ja. Okay. Und das ist also wirklich eine ganz raue, abgelegene Gegend. Und die Gletscher dieses Gebirges haben sich dann so zu so einem Eisstromnetz dann vereinigt. So kann man sich praktisch die Alpen auch während der letzten Eiszeit vorstellen. Okay. Und das ist heute hier noch erhalten. Ist in der Tat, also zusammen mit der Region auf der anderen Seite von der Grenze in Alaska, ist das also das größte zusammenhängende Inlandseisfeld außerhalb von den Polen. Und das Besondere an diesem Eisfeld ist auch, dass das so ein bisschen sein eigenes Wetter macht. Also da ist dann oft, ich kann mich noch daran erinnern, wir sind damals bei einem Regenschauer gestartet. Da habe ich gedacht, boah, der Pilot da, der will uns jetzt veräppeln. Der fliegt jetzt mit uns da durch schlechte Wetter, wir sehen nichts. Ja. Und da ist wirklich das Wetter, je weiter man sich dann dem Eisfeld dann genähert hat und den hohen Bergen in diesem Eisfeld, umso besser ist das Wetter dann geworden. Okay, die Piloten, die Buschpiloten, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie nennen die sich? Buschpiloten sind sie ja in Afrika, wie nennen die sich? Ja, Piloten. Ja, die Piloten. Ja. Ich glaube, wer dort fliegt, der muss genau wissen, was er macht. Ja. Und seine Maschine kennen. Das war ja wahrscheinlich dann nur so eine 6-Sitzer Cessna oder irgendwie sowas mit offenen Türen. Ja. Was natürlich ein absolutes Erlebnis ist. Das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Ja, und das Wichtige halt eben ist auch hier dran, dass tatsächlich auch dass man die Fenster aufmachen kann und aus dem Fenster raus fotografieren. Also, dass man nicht jetzt durchs Glas fotografiert, sondern dass man wirklich das Fenster aufmacht. Und aber er hatte schon noch Fenster und Türen drin, oder? Ja, die hatte er drin, aber man konnte extra so eine Klappe zum Fotografieren aufmachen. Ja, also ich kenne das Gefühl, ich bin früher mal, oje, das ist schon lange her, Fallschirm gesprungen und wir sind immer gestartet ohne Türen. Mhm. Das war immer irgendwie so ein ganz besonderes Gefühl, wenn du im Flieger unterwegs bist auf 3.000, 4.000 Meter und da ist halt nichts. Ja. Ne? Ich habe jetzt hier nochmal ein Bild aufgemacht, das mich fotografisch sehr interessiert, weil das ist so ein Foto. Als Betrachter kann man überhaupt nicht eruieren, was ist das? Ist das jetzt ein Quadratmeter auf Schnee mit einer Verwehung? Ist das aus einem Kilometer Höhe auf einem Gletscher fotografiert? Ist es sehr, sehr interessant. Aber was sehen wir hier? Ich schätze, es ist auf so einer Höhe von 500 Meter ungefähr fotografiert. Das ist ein kleiner Ausschnitt von dem Seward
Gletscher. Und das dürfte, hier dürfte man jetzt so auf 2000 Meter Höhe sein oder 1800 Meter Höhe irgendwo. Mhm. Und da ist es natürlich auch im Sommer schon so, dass es dort über 0 Grad wird und dass sich dann diese Schmelzwasserlinsen dort bilden. Ah, okay. Und das sind diese, sind Schmelzwasserlinsen und da gibt es, da kann man sich tot fotografieren. Also da gibt es so viele Formen und dann da gibt es auch dann Bachläufe auf dem Gletscher, wo das dann ineinander läuft, verschiedene blaue Töne, verschiedene Schattierungen vom Eis. Also für Fotografen ist das natürlich dann so wirklich so eine Art Eldorado. Ja, so ein Flug ist halt dann leider zeitlich begrenzt und monetär begrenzt wahrscheinlich. Ja, klar, für Geld gibt man alles. Also aber in der Regel kann man dann so wählen, ob man so eine Stunde fliegen möchte oder drei Stunden. Wir haben uns dann hier für die drei Stunden entschieden, dass man wirklich die ganze Runde fliegen kann, weil das sind doch recht große Distanzen. Also jetzt zum Beispiel jetzt dieser Seward-Gletscher, der hat alleine eine Länge von fast 100 Kilometer. Der Lowell-Gletscher, den wir eben in dem Bild gesehen haben, der ist 70 Kilometer lang. Also das sind auch die großen Auslassgletscher von diesem Eisfeld. Mhm. Und das ist natürlich dann spannend, wenn man die dann abfliegt und dann dort die Oberfläche fotografiert. Das kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen, dass das spannend ist. Noch eine Frage, gerade zu dem Thema Gletscher. Und ich weiß ja, dass du auch in dem Thema Wetter und auch im Umweltschutz oder dein Ansatz der Umwelt gegenüber ist ein sehr breiter und ein sehr vernünftiger, sage ich jetzt einfach mal so. Wenn man heute über Gletscher, auch bei uns zu diesem Thema spricht, auch in Deutschland, kommt immer, also spätestens im zweiten Satz geht es ja dann irgendwie um das Schwinden, um das Schmelzen der Gletscher, um das Zurückgehen der Gletscher. Mhm. Kannst du uns ein paar Informationen geben, wie es jetzt hier vor Ort ist? Wie sieht es da aus mit den Gletschern? Ja, das ist hier genauso wie auch in vielen anderen Regionen in der Welt, dass die Gletscher auch zurückgehen. Man sieht das zum Beispiel jetzt auf diesem Foto auch rechts und links. Da sieht man vom Gletscher so braune Hänge. Und oben drüber ist es grün, das ist Wald. Und dort ist der Gletscher zurückgegangen. Das ist jetzt hier, das könnte ich mir sogar noch merken, das hat der Pilot gesagt, das sind allein jetzt hier 300 Meter, die der Gletscher an Dicke dort verloren hat. An Dicke? Der Gletscher in dem Bereich um 300 Meter zurückgegangen ist. Mhm. Der hat früher, gerade jetzt hier dieser Gletscher, den man im Bild sieht, der hat früher das ganze Tal ausgefüllt und aufgestaut, wo dieser Alsig River durchfließt. Und hat den Fluss dann aufgestaut, dass der sich dann über 100 Kilometer dann zurückgestaut hat. Und irgendwann, also das ist das letzte Mal im 19. Jahrhundert passiert, wo dann dieser See gebrochen ist und sich dann alles als Gerölllawine und Wasserlawine dann praktisch das Tal dann ergossen hat. Okay, also es ist im Prinzip, sage ich jetzt mal, wenn man es sich auch komisch anhört, das gleiche Problem, wie man es von überall hört, also auch durchaus wie hier unsere Gletscher in Deutschland, weiß ich, warst du ja auch schon unterwegs und ich weiß noch gut, wir haben uns irgendwann mal getroffen, ich glaube, das war sogar bei diesem Syndikattreffen und da haben wir kurz irgendwie über die Gletscher gesprochen und da hast du gesagt, dass du da, ich weiß nicht mehr, um welchen es genau gegangen ist, dass du zum zweiten oder zum dritten Mal da warst und erschrocken warst, wie weit der schon zurück ist oder wie klein der inzwischen geworden ist. Jetzt hier in diesem riesigen, gigantischen Gletschergebiet, das ist ja jetzt wirklich, ich glaube, wenn man sich das mal auf der Karte anschaut, das ist wirklich eine riesengroße Fläche. Meinst du, hier besteht auch die Gefahr, dass die Gletscher irgendwann ja verschwinden werden? Oder meinst du, dort ist immer noch die Möglichkeit, dass ja nicht komplett kippt? Ja gut, also das wird auch hier sein, dass die Gletscher hier jetzt schwinden. Nur die Berge jetzt in der zentralen Region da von dem Kluane National Park, also das sind ja die Fraenel Mounts und Elias Mountains, also die korrekte Bezeichnung dafür, da sind ja teilweise sehr hohe 5000er dort mit dabei. Und ich gehe schon davon aus, dass auch bei einer Erderwärmung, da werden sich die Gletscher dann in die Firnmulden von diesen Bergen dort zusammen zurückziehen und werden so, wie jetzt im Moment die Prognosen sind, dort auch dann überdauern. Ja, aber ich sage jetzt mal, du hattest eben schon selbst gesagt, als du dort fotografiert hast aus dem Flugzeug, man sieht auf dem Bild ja sozusagen diese Gletscherlinie und dann sieht man rechts am Hang eine braune Linie und dann den Wald. Ne? Ja. Jetzt zieht der Gletscher sich immer weiter zurück. Und du sagtest schon, der Gletscher macht so ein bisschen sein eigenes Wetter. Ja. Hat das auch eine Auswirkung auf das Gesamtkonzept, also auf das Klima, also auf das Wetter dort vor Ort und auch vielleicht dann auf die Tier- und Pflanzenwelt vor Ort? Ja gut, jetzt vielleicht jetzt in der Region, also das ist, hört sich jetzt zwar, ist zwar eine riesige Fläche, aber jetzt ist das
dieses Eisfeld jetzt speziell Auswirkungen hat. Das hat bei weitem nicht die Ausmaße und das Volumen jetzt zum Beispiel wie die grönländische Eiskappe oder klar. Ja. Aber also ich habe jetzt noch keine Studiendaten vorliegen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Abschmelz von diesen Gletschern jetzt keinen großen Effekt haben wird. Es ist aber auch so, dass sich natürlich dann durch die Klimaerwärmung auch die Vegetation dort in diesen Gegenden auch ändert. Dann Arten verschwinden, neue Arten wandern ein. Und gerade weil das in so einem atemberaubenden Tempo momentan geschieht, wird das auch so sein, dass halt eben viele Arten dort gar nicht Schritt halten können. Einheimische Arten, die dann verdrängt werden. Ja, Frank, wir sind jetzt schon zwei Folgen unterwegs mit dem Thema Yukon. Wir kommen langsam zum Ende. Ich würde ja gerne noch eine Frage stellen, oder am Schluss frage ich immer so ein bisschen am Schluss jeder Folge so ein bisschen in die Zukunft hinein, was noch kommt oder was du vorhast etc. Jetzt die Frage, zieht es dich immer noch mal in diese Gegend oder hast du vielleicht Pläne und sagst, wenn ich jetzt irgendwann noch mal die Möglichkeit habe, ich würde dann lieber vielleicht mal nach Grönland oder nach Spitzbergen. Du sagtest ja, alles nur nördlich, im Süden findet man dich nicht irgendwie. Ja. Ne? Und ich habe mir jetzt auch zum Beispiel auf einer Karte angeschaut, wo das Polaroval ist. Das geht ja schon durchaus durch das Gebiet Yukon mitten durch. Also man kommt ja sogar ganz nördlich im Yukon, habe ich gesehen, ist ungefähr die Linie von Tromsø von Norwegen oben. Also man ist schon sehr weit nördlich. Würdest du dich nochmal hier hinziehen oder was hast du so vielleicht noch geplant? Oder hast du noch gar nichts geplant? Also ich habe schon geplant, wieder an den Yukon zu fahren, weil ich habe ja noch mit diesem Big Simon River noch eine Rechnung offen und wird das Ganze auch mehr aus fotografischer Sicht nochmal bereisen, weil damals war ich ja bei den ersten Reisen dann noch mehr oder weniger Anfänger. Mhm. Und wobei jetzt auch in den letzten Jahren habe ich auch wieder sehr Gefallen auch an der Alpen gefunden. Okay. Also ich glaube, das wird so ein Wechsel. Also ich will jetzt nichts ausschließen, aber Yukon, denke ich schon, ist definitiv wieder dabei. Aber Yukon aus fotografischer Sicht ist natürlich eine ganz andere Nummer, also nicht viel schwieriger, aber eine ganz andere Vorbereitung und eine andere Herangehensweise wie das, was ihr jetzt gemacht habt. Das ist mit Sicherheit eine sehr, sehr interessante und eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Ja. Dann so denke ich mir das einfach. Ne? Ja, das wird es auch. Ja, also das wird es auch, hört sich schon sehr konkret an. Ja. Ich denke, da können wir Frank vielleicht noch mal irgendwann dazu nehmen, wenn er noch mal am Yukon war und noch, fotografisch intensiver unterwegs war. Wir sind jetzt am Ende der zweiten Folge mit Frank. Ich möchte mich nochmal wirklich recht herzlich bedanken. Du hast auch in mir ein Feuer entfacht. Also gerade in der Vorbereitungsphase, wo ich dann noch schon mich ein bisschen reingeschaut, reingelesen habe und jetzt noch, was du so erzählst. Ich bin normal, war eigentlich nie so der Mensch für den Norden, aber seit ich dann in Schottland und Norwegen oben war, irgendwie hat es mich dann doch so ein bisschen mit erwischt. Und ich glaube, dieses Gebiet, jetzt haben wir noch gar nicht über Indian Summer und Aurora Borealis und alles Mögliche gesprochen. Wir könnten über den Yukon wahrscheinlich noch zwei Folgen machen. Die machen wir dann auch, wenn Frank das nächste Mal zurück ist mit neuen Geschichten. Und ich möchte jetzt schon verweisen auf die nächsten Folgen, die kommen werden. Frank ist nochmal zu Gast, die ich schon angeschnitten hatte. Dann zu einem ganz anderen Thema, zu Wetterplanung, Wetterfotografie. Wir haben jetzt schon gemerkt, wie es um die Gletscher ging. Er ist da sehr tief und sehr engagiert auch im Thema drin. Und in den nächsten Folgen des Podcastes werden wir Frank zu Gast haben zu diesem Thema. Ja, Wetter im Allgemeinen, wie sich das auswirkt, wie man damit umgeht, wie man es plant und wie es auch vor allem in der Fotografie sinnvoll zu planen ist. Euch da draußen herzlichen Dank und ja, ich verabschiede mich nochmal. Herzlichen Dank, Frank, dass du da warst. Wir sehen uns demnächst wieder hier im Kanal und euch da draußen, wie immer, Like geben, teilen, alles machen, dass der Podcast nach oben geht und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.